Es gibt einen Artikel, ich fand ihn interessant, und zwar der ist von einem Historiker, Klim Zhukov heißt er. Er ist Militärhistoriker, kennt sich wirklich gut aus, so wie ich das beurteilen kann, in allen Epochen quasi, und macht auch gute Artikel. Also ich versuche ihn so weit wie möglich mir zu übersetzen, euch. Mir hat er gut gefallen. Es hat jetzt mit Krieg weniger zu tun und heißt, der Artikel heißt Mit Stock und Geiz oder Wie wurden aus Deutschen Deutsche? Wie gefällt euch dieser Titel? Das ist ein bisschen deutsche Geschichte, ja. Einige werden es vielleicht schon so gehört haben. Wer ist auf dem Bild? Das ist sogenannter König, also nicht so genannter, sondern ein König, Friedrich Wilhelm I. Und sein Spruch, Ordnung muss sein, das war sein Spruch quasi. Dieser König, das ist der König, der den Deutschen Ordnung beigebracht hat, sagt man. Obwohl die Deutschen selbst nicht besonders stolz auf diesen König sind. Naja, keine großen Kriege geführt, keine großen Errungenschaften, warum soll man auf den stolz sein, ne? Als er einst auf einer Straße fuhr in der Hauptstadt, bemerkte er, wie ein Passant auf einmal wegrennt von dem Königswagen. Der Monarch befahl ihn zu fangen und hatte ihn ausgefragt. Warum bist du gerannt? Euer Hoheit, ich hatte Angst gekriegt, war die Antwort. Und dann hat der König angefangen, ihn mit seinem Schlagstock zu schlagen und gesagt, du Nichtsnutz, du musst mich lieben, lieben, lieben. Ein anderen Mal, auch auf einer Straße, begegnete der König zwei Hofdamen, die nach der letzten französischen Mode gekleidet waren. Er befahl sie, in Lumpen umzuziehen und zwang sie, die Straße zu kehren. Es war das 18. Jahrhundert. Beim russischen Menschen kann man oft ein Lächeln sehen, wenn man von der Gewohnheit der Deutschen spricht, die Straßen mit einem Shampoo zu waschen. Das ist kein Spruch, Leute, das sagt man wirklich. Wo ich in Kasachstan noch lebte, hat man uns wirklich erzählt, die Deutschen waschen die Straßen mit einem Shampoo. Die leeren Flaschen aus grünem Glas in Container für grüne Flaschen wegzuschmeißen und die leeren Flaschen aus weißem Glas in den Container für weiße Flaschen zu schmeißen. Und natürlich sagen die Russen dann, ah, wir haben sie trotzdem gewonnen. Das ist so eine Art Standardspruch. Doch die Deutschen kamen letztendlich in einem Staat zusammen erst im Jahre 1871. Das wissen wahrscheinlich auch viele Deutsche nicht, weil ich habe so das Gefühl, viele haben so eine Art Allergie gegen Geschichte, gegen deutsche Geschichte natürlich. Aber zu diesem Moment lebten in Hunderten deutsche Königreiche bis zu diesem Moment und Städte und Fürstentümer. Sie sprachen schon lange eine Sprache, eine gemeinsame Sprache und hatten formierte nationale Werte. Und darunter war eben diese besagte Ordnung. Die Ordnung schreibt man nicht nur groß, weil es nach der Grammatik so gehört, sondern es ist wirklich ein großes Wort, das groß geschrieben werden muss. Es hatte sich herausgestellt, dass man die Ordnung auch durch einen Befehl befehlen kann, verordnen kann. Militärisch, ohne nachzudenken.
Die Deutschen sind nicht besonders stolz auf den König Friedrich Wilhelm I., der hinter dem Rücken als gekrönter Feldwebel genannt wurde. Über ihn lachte die europäische Intelligenz, ganz Europa. Dieser grobe Soldat schlug buchstäblich in die Rücken der Untergebenen seine Gewohnheiten zu der militärischen Ordnung ein. Er war in sich selbst eingeschlossen und mit seiner seltsamen Politik legte er in die Köpfe die Macht oder die Stärke von Preußen als Basis ein, die später dann mit Eisen und Blut praktisch ganz Deutschland vereint hat. Eigentlich wurde Preußen zum Königreich erst im Jahre 1701. Bis zu diesem Datum nannte sich dieser Staat Kurfürstentum Brandenburg, der eine Dienstgradsteigung erreicht hatte, der Vater von Friedrich Wilhelm. Der Friedrich I. hatte sich eine Krönung veranstaltet, die 6 Millionen Taler gekostet hat. Also mehr als das gesamte Jahreseinkommen. Friedrich Kurfürstentum Brandenburg, geboren 1657. Königs, falls Friedrich 1701, 1713, also 12 Jahre regiert. Sonst, also anders konnte man es gar nicht machen. 1713 kam an die Macht der 25-jährige Friedrich Wilhelm I., der in einer Kaserne erzogen wurde, in einer Kaserne, und er hatte bis dahin einen also sehr ausgeprägte feldwebelähnliche Ansichten. Er hatte sich eine Krönung veranstaltet, die genau 2547 Taler und 9 Pfennig kostete. Der Vater 6 Millionen Taler und der 2547. Das war ein echter König Geizhals. Noch ein schönes Bild. Friedrich Wilhelm hasste alles Französische. Und im Gegensatz zum Versaler war bei Potsdamer Hof Geiz und graue Farbe vorherrschend. Es gab keine Bälle, also wo man tanzt, die nicht durch Militärvorschriften, weil sie ja nicht durch Militärvorschriften vorgesehen wurden. Die Anzahl der Hofdienstleute, Kammerherren, wurde von 100 auf 12 gekürzt. Viele Diener wurden gefeuert, gekündigt. Eine große Anzahl von Spazierpferden wurden von dem Königspferdehof verkauft. Silber und also Silberteller wurden umgeschmolzen in Münzen. Damit gab der König praktisch ein Beispiel an Sparsamkeit. Der König trug immer ein und dasselbe Uniform, bis dieser Löcher bekam. Für eine neue Uniform wurden sogar
die Knöpfe umgenäht vom alten. Ganz nach dem Sprichwort, wie der Pfarrer so die, wie sagt man, die Leute, die dann in die Kirche kommen, wurde Luxus auch verboten. Die Politik des harten Protektionismus, also das ist praktisch Verbot für Import von vielen Waren, dann Belohnungen für Entwicklung der Industrie, für die eigene Industrie und Sparen bei den Steuern, also Steuereinnahmen wurden dann festgeschrieben, dass man nicht zu viele Steuern, nicht zu stark belastet, die Industrie, führte dazu, dass die Einnahmen sich verdoppelten, die Staatseinnahmen. Dabei hatte Friedrich Wilhelm persönlich die wichtigsten Staatssachen reguliert. Dafür hatte er sogar auch aus Sparsamkeit die Posten für den ersten und den Militärfinanzminister weg abgeschafft und hat diese Posten selber belegt. Seine Zimperlichkeit kam bis zur Idiotie und wurde zum wichtigsten Thema der Anekdoten in Europa. Der König ging oft spazieren über die Straßen von Berlin und Potsdam in Begleitung seiner Nahen und hatte diese Spaziergänge oft in Revisionen verwandelt. Die Straßen starben aus, weil der Friedrich der Wilhelm mit eigenen Händen alle, die sich herumgetrieben haben, verkloppt hat mit dem Schlagstock. Dabei hat er keine Ausnahmen bei Frauen, Kindern gemacht und hat Leute, die zur falschen Stunde in Bars rumsaßen, regelrecht abgefangen. So ein Mensch konnte nicht kein Tyrann werden für seine Familie. Er hat die Königin geschlagen, die Prinzessinnen und den einzigen Sohn Thronnachfolger. Dafür haben sie ihn mit einem stummen Hass bezahlt. Mit dem Prinzen, der zukünftige preußische König Friedrich II., der Große, geschah ungefähr die gleiche Geschichte wie mit dem russischen Zarewitsch Alexei, also Prinz Alexei, der Sohn des Peter des Großen. Der 18-jährige Friedrich, der zukünftige alte Fritz, der bei den Menschen mit preußischem Soldatentum und Schlagstockdisziplin assoziiert wird, hielt die Unterdrückung durch den Vater nicht aus. Soldatendisziplin und der Unmöglichkeit, eine normale Bildung zu bekommen und floh nach England und hatte dabei auf seine ganze Erbe verzichtet. Doch diese Verschwörung kam raus. Friedrich Wilhelm schloss den Sohn unter Hausarrest und den Offizier Leutnant von Katte, der ihm geholfen hat, befahl er vor den Fenstern, vor seinen Fenstern zu köpfen. Da gibt es eine schöne Zeichnung dafür. Der Vater war sogar bereit, auch den Sohn in die Hände
Henkers zu geben. Entschuldigung, es ist schon spät. Doch der Militärrat und die Vertreter von der preußischen Elite haben Friedrich Wilhelm den Ersten gesagt, dass die Hinrichtung von Kronprinz ein bisschen zu viel ist. Und als Fazit wurde der Friedrich also weggeschickt, und 2 Jahre später wurde er komplett wieder vergeben. Als der König von der Affäre des Thronfolgers mit einer jungen Lehrerin erfahren hatte, hatte der Vater König befohlen, das Mädchen auszupeitschen, die mit ihrem Blut den edlen zukünftigen Kronträgerkörper beschmutzt hatte. Bis zum Ende des Lebens hatte der Friedrich, also der Kleine, der Prinz, auf den Rippen sogenannte, wie sagt man, Knochenschlagspuren, ich weiß nicht, wie man genau das übersetzt, also als die Haut war praktisch bis zu den Knochen durch. Als Folge der vaterlichen Erziehung behalten. Bis zum Ende seines Lebens sah man diese Spuren. So, der alte König hatte nur zwei Schwächen. Die erste Schwäche kostete fast nichts. Der König hatte in seinem Schloss die sogenannten Tabakkollegien versammelt, wo Minister und Generäle eingeladen wurden und manchmal sogar einfache Offiziere. Jeder war verpflichtet zu rauchen oder zumindest die Pfeife im Mund zu behalten. Dabei wurde in einer entspannten Kasernenatmosphäre Bier getrunken und die wichtigsten staatlichen Fragen und Anliegen diskutiert. Für seine zweite Schwäche wurden 80% des Staatsbudgets verbraucht. Das war die Armee. Im Jahre seines Todes hatte Friedrich Wilhelm, das war 1740, hatte ihre Anzahl 84.000 Soldaten erreicht. Also nach Zahlen die dritte in Europa, die dritte Armee, drittgrößte. Der König hatte also sinngemäß Preußen in ein Militärland verwandelt, wo jeder junge Bauer oder Bürger als potenzieller Rekrut angesehen wurde. Und ein Landbesitzer, ein Landherr als Militärkommissar. Und auch die Umsiedlung von den verfolgten Protestanten aus Österreich und Frankreich und anderen Ländern hatte dem auch geholfen. Die Soldaten waren satt, gekleidet und gesund. Die Armee war wunderbar trainiert und geschult. Und natürlich auch dank der Schlagstockdisziplin. Und obwohl Deserteure mit Tod bestraft wurden, versuchte fast jeder dritte Soldat zu fliehen. Die wichtigste Errungenschaft von Friedrich Wilhelm war die Potsdamer Garde. Dort wurden ausschließlich Jungs aufgenommen, die eine große Höhe hatten, Körpergröße. Und diese hatten natürlich einen starken Kontrast zum König selber, weil er selbst war bloß 1,68 Meter groß. Als die Riesen in Preußen ausgegangen sind, gingen die Anwerber des Königs in ganz Europa rum.
Die haben bei den Russen die leibeigene Bauern angekauft, dabei kein Geld gescheut. Haben die Leute betrogen und betrunken gemacht, um sie rüber zu schaffen nach Preußen. Außerdem im Jahre 1739 wurde in die preußische Garde auch ein zu viel Getrunkener durch eine Werbekampagne angeworben, ein zu viel getrunkener, großer, erwachsener Student von Marburger Universität, ein gewisser Michailo Lomonosow. Lomonosow ist ein sehr, sehr bekannter russischer Wissenschaftler und Philosoph. Gibt es einen Film über ihn? Nur aber die zukünftige Leuchte der russischen Wissenschaft schaffte es erfolgreich zu fliehen aus der Festung Wesel. Ich habe gesehen, dass mein Gesicht gar nicht sichtbar ist. Ist nicht wichtig. So. Die Soldaten gingen nicht für immer in den Dienst, sondern wurden von Zeit zu Zeit ausgetauscht. Davon zeugt auch der Befehl von Peter dem Großen vom Januar 1720. Ich befehle den König zum Dienst aus der Militärkollegie die größten Infanteristen auszusuchen und loszuschicken. Circa 10 Leute und diese mit einem Gewehr und Uniform zu schicken. Dabei soll man ihnen Geld geben, sollt für die Fahrt. Und auch regelmäßig solche Soldaten zum preußischen Hofe zu schicken. In den ersten Jahren waren diese großen Rekruten aus den Dörfern und später hatte man die praktisch auf solcher Dienstreise gewesenen Soldaten gegen Soldaten von russischer Infanterieregimente ausgetauscht. Ab den 20er Jahren wurden solche Tauschgeschäfte praktisch regulär durchgeführt. Doch jede Partie der Soldaten ging nicht über 100 Soldaten. In verschiedenen Jahren variierte die Anzahl der russischen Riesen, die geschickt wurden. 1721 gingen schon 152 Soldaten. In die Periode 1725 bis 1730 wurden es bereits 185 Soldaten. Im Jahre 1744 hatte ein Mönch Kirill über 1000 orthodoxe Soldaten berichtet, die in verschiedene Regimente geschickt wurden. 1744, da war aber der König schon tot, da war schon der Sohn dann. Wie komfortabel ihr Leben in einem fremden Land war, also in Deutschland war, wies man nicht, aber sie wurden entsprechend belohnt, also bekamen Sold, hatten auch genug Futter bekommen, unbegrenzt, und es war sogar genehmigt, zu heiraten. Und viele nutzten das auch, manche sogar doppelt. 1738 waren 17 Mann aus der Soldatengruppe, die gen Heimat geschickt wurden, also nach Russland zurück, aber sie wurden entpuppt als doppelt verheiratet.
Diese zweite Ehen wurden natürlich als nicht gültig anerkannt. Die Geschichte hatte viele Namen dieser Soldaten bewahrt. Und manche wurden sogar mit einem Bild verewigt. Zum Beispiel der Grenadier Svirid Rodionow, in Klammer Schwerit Radifanov, in voller Größe, mit der Zahl von anderen 80 Soldaten, hängt bis heute im Potsdamer Staatsschloss. Hier ist das Bild. Also er heißt eigentlich russischer Name Svirid Rodionow und die haben ihn scheinbar als Schwerit Redifanov aufgeschrieben. Ja, bei der Einschreibung ist. Ja, wahrscheinlich haben die Soldaten selbst nicht lesen können, waren ja, da war ja Lesen Luxus. Und also ein richtiger Riese. Das war die Uniform von diesen Gardisten. Radionow war 2,04 Meter groß und er gehörte zu der ersten Reihe der Grenadiere der Leibgarde des Königs Kompanie. Er wurde in die preußische Garde aus dem Bestand eines aktiven Regiments der russischen Armeen 1719 also geschickt und diente 27 Jahre lang. Danach kehrte er in die Heimat zurück. Doch es hörte nicht mit Menschendiebstahl auf und Zwang. Friedrich Wilhelm sorgte sich nicht nur über das Jetzt, sondern auch über die Zukunft von seinen Abteilung der Giganten. Der König wollte eine stabile, also stabile, Folge gewährleisten, Verstärkung für das Regiment in der Zukunft und hatte eine bestimmte Selektion durchgeführt. Er suchte im ganzen Land große Frauen aus und hatte diese zwangmäßig mit ihren Ehemännern, mit ihren kleinen Ehemännern getrennt und verheiratete sie mit seinen großen Soldaten. Ein Junge, der in so einer solchen Ehe geboren wurde, war mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch sehr groß und wurde auch später zu den Potsdamer Giganten dazu geschrieben. Was den Sold betrifft, die diese Giganten im Dienst bekamen, dieser war sehr groß. Die Münzen konnten viele unruhige Geister wieder beruhigen, die gegen ihren Willen angeworben wurden. Viele, aber nicht alle. Zum Todeszeitpunkt von König Friedrich 1740 war die Abteilung der Potsdamer Giganten mit 3200 Soldaten gefüllt. Doch der Nachfolger des Königs Friedrich II., der Große, teilte die ungesunden Interessen von seinem Vater nicht. Die Abteilung der Giganten verschlang zu viel Budgetgeld. Und das schlug sich sehr stark in der Tasche nieder und wurde deswegen aufgelöst. Der neue König hatte die elenden Soldaten entlassen und für das gewonnene Geld hatte er vier zusätzliche Abteilungen gebildet, in welchem alles normale Infanteristen, normale Soldaten, auch die übergroßen verteilt waren. Doch das Neugierigste, das Interessanteste ist, dass diese ausgezeichnete Armee
fast keine Kriege führte. Einerseits ist es leicht anzunehmen, dass Friedrich Wilhelm die Basis des germanischen Militärs praktisch gebildet hatte. Er sparte seine Kräfte für zukünftige Siege. Andererseits war es ihm scheinbar einfach viel zu schade, seine Bildsoldaten, quasi Ausstellungssoldaten, zu verschwenden oder zu verlieren. Mehr oder weniger aktive Teilnahme hatte Preußen bei Friedrich Wilhelm nur in dem Nordkrieg zusammen mit Russland, Dänemark, Sachsen und Polen gegen Schweden teilgenommen. Der sparsame König trat aber in den Krieg erst im Jahre 1715 ein, bereits nach der Schlacht, nach dem Sieg bei Poltawa. Bei Poltawa, da haben praktisch die Russen gegen Schweden gewonnen, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und also er trat erst 1715 in den Krieg ein, hatte bei den Schweden Pommern, ich glaube, das heißt Pommern, und Stettin. Hatte den Schweden das abgenommen und das auch mit Hilfe von russischen Truppen. Der schlaue Feldwebel, der schnappt alles, was er kriegen kann, wenn das zum Wohle seines Regimentes ist. Geld, guten Stoff, große Soldaten, Pommern. Und dafür wird er Sachen los, die er nicht braucht. Oder etwas, was sein Verstand oder Fähigkeit, was zu verstehen, übersteigt. Auf einem normalen, einer seinen Tabakkollegien machte Friedrich Wilhelm Spaß und sagte: Wozu brauche ich einen Wissenschaftler, der nicht mal eine Wacht halten kann? Und schmiss den Wissenschaftler raus vom Dienst. Das war der Gründer und Vorsitzende der Preußischen Akademie der Wissenschaften, der große Gottfried Leibniz. Peter der Große nahm den Wissenschaftler mit Vergnügen an bei sich. Der König hatte noch eine Sache leicht oder ist losgeworden, die nicht in der Kriegssache helfen konnte. Es wäre einfacher, diese natürlich dem russischen Zaren zu verkaufen, aber die diplomatischen Umstände zwangen ihn, so einen teuren Geschenk zu machen. Das war das berühmte Bernsteinzimmer. Bernsteinzimmer war in Leningrad in einem großen Museum, und im Zweiten Weltkrieg wurde sie dann irgendwie, dieses Museum wurde, glaube ich, für ein paar Stunden oder für einen Tag von den Deutschen erobert, dann wurden sie wieder zurückgeschlagen, aber das Bernsteinzimmer hat man schon da geraubt, also das weiß bis heute niemand, wo das ist. Liegt wahrscheinlich irgendwo in der Privatsammlung. Der König sorgte sich um die Entwicklung der Medizinwissenschaft. Bau von also Krankenhäuser halt. Denn im Krieg gibt es oft Verwundete. Er sorgte sich auch über die Entwicklung von Schulen. Der zukünftige Soldat muss Vorschriften lesen können. Und nebenbei klopfte er in seine untergebenen, nicht ganz nutzlose soldatischen Weisheiten ein. Nicht rumwälzen,
halte dich in Sauberkeit, halte dein Haus in Sauberkeit, den Platz für den Bau, trink nicht zu viel. Historiker und die Anekdotensammler genießen es richtig, wenn sie über die Seltsamkeiten des preußischen Königs reden. Den König der Deppen, wenn sie ihn nennen. Oft vergessen sie, dass Friedrich Wilhelm I. nicht nur der Erschaffer der Großen Garde in Potsdam war, sondern auch einer der größten Militärreformatoren. Also hat er viele Reformen durchgeführt. Im Wesentlichen war er der Erschaffer der ersten regulären, also einer, die es auch zu Friedenszeiten gibt, Armee. Und wie wir noch sehen werden, auch Militärdienstpflicht hat er auch eher eingeführt. Also zwei quasi soziale Entdeckungen oder Ersteinführungen, die er gemacht hat, die in den Dienst der modernen Staaten bis heute sind und immer noch an Bedeutung, eine große Bedeutung spielen. Der Erfolg der Politik von Friedrich Wilhelm war sehr groß, unerhört. In nur ein paar Jahren aus einem unterentwickelten, importierenden Land, verschiedene Waren importierenden Preußen, machte er ein Land, das sehr viel für Export herstellt. Im Jahre 1725 hatte der König mit seinem Freund, dem russischen Zaren Peter dem Großen, ein Handelsabkommen abgeschlossen über Lieferungen für die russische Armee von Uniformen, die in Preußen hergestellt werden. Das Abkommen war so großartig, dass bereits ein Jahr später die 10 führenden Unternehmer in Berlin eine russische Handelfirma ins Leben gerufen haben. Nicht zuletzt dank dem Schlagstock von Friedrich Wilhelm und seinem bekannten Cito oder Cito, ich weiß nicht, Cito, wie liest man das richtig? Also preußischer Stoff wurde nicht nur nach Russland geliefert, sondern es hatte auch Konkurrenz den Stoffen aus England, Schottland, Flandrien und auch auf dem Jahrmarkt von Leipzig und in Frankfurt seine Abnehmer gefunden. Jeder auf der Welt kannte Berliner Stoff. Der ganze Stadt profitierte von dem wirtschaftlichen Aufschwung und stieg natürlich in seiner Kraft. Als Grund für diesen Aufschwung war auch ein Kraftakt, war die Verwendung des stimulierenden Militärreformen, die durchgeführt wurden. Die halbstaatliche Industrie von Preußen wurde so stark, dass sie quasi schmerzlos schwere Krisen überlebte. Die europäische Konjunkturen 1735 bis 1742 und auch die durch wetterbedingte Katastrophen, Missernten 1736, 1740. Also, der große Herr Friedrich Wilhelm I.
hat er das Geld nicht nur für sein Hobby verschwendet, sondern nicht so, wie man immer erzählt, auch große Summen des Staatsbudgets vom Jahr zu Jahr wurden auch für die Entwicklung der Industrie ausgegeben, Schulen und für die Annahme der Umsiedler. Zu Jahren seiner Regierung, seiner Regentschaft des Königs Soldaten, fanden in Preußen ihre neue Heimat insgesamt zwischen 135 und 150.000 Menschen, Opfer der Verfolgung wegen Religion. Die Staatsbevölkerung stieg um 40% auf 750.000. Um 750.000. Für den Aufschwung in Preußen war die Regentschaft von Friedrich dem Großen für die Regentschaft des Friedrich dem Großen war das eine sehr gute Vorbereitung. Ein sehr zuverlässiger Fundament wurde gelegt. Friedrich Wilhelm I. starb mit 52 Jahren. Er war der König von Preußen 27 Jahre lang. Der Sohn stand schweigend bei seinem Todesbett oder bei seiner Todesliege und schaute den Vater mit trockenen Augen an. In seinen Memoiren schrieb Friedrich der Große: Bis zum letzten Moment bewahrte er eine bewundernswerte Geistesanwesenheit. Als ein großer Stadtmensch hatte er alle seine Sachen erledigt. Als Arzt hatte er den Gang der eigenen Krankheit beobachtet. Er schaute dem Tod in die Augen wie ein Held. So, Freunde, das war's. Ich hoffe, das war interessant. Danke für die Aufmerksamkeit. 40